Naja, also wir haben jetzt eine Phase, was es die Entwicklung der Mannschaft angeht, wo wir schon für eine gewisse Konstanz gesorgt haben. Wir haben versucht, wir haben zwei Verträge, die noch am Laufen waren, mit Djedovic und Taylor, mindestens zwei weitere Jahre. Weil wir der Meinung waren, dass das, was letztes Jahr so auf dem Feld stand, genau das ist, was dem Verein gut tut. Das heißt, wir haben einen Kern von 8-9 Spielern behalten letztes Jahr. Die ist sehr wichtig, weil wir haben letztes Jahr in der Vorbereitung so viele Probleme gehabt, bis wir einander uns gewöhnt haben. Wir haben dann geguckt, anhand dieses Gerüst, das wir haben, das schon sehr, sehr gut ist, und letztes Jahr uns die Meisterschaft geholt hat, wo können wir uns verbessern? Wir haben einen sehr breiten Kader, weil wir davon ausgehen, dass wir viele Spiele haben werden. Wir haben letztes Jahr 75 Spiele gespielt. Das ist eine ganze Menge, und da ist ganz klar, dass du einen breiten Kader brauchst, um diesen Spielplan auch gerecht zu werden. Aber wir haben, es gibt nur ein Ziel, das ist Titelverteidigung. Das steht außer Frage, weil das stimmt auch, dieser Spruch stimmt. Ein wahrer Meister ist man am ersten Ort dann, wenn man den Titel verteidigt. Das ist im Boxen so, das ist wenn man es das erste Mal geworden ist. Eine Titelverteidigung im Boxen ist schwieriger, als die zu gewinnen. Das heißt, das ist schon unser großes Ziel. Euroleague ist Fakt, dass wir ein bisschen Pech hatten bei der Auslosung. Dass wir da auch in eine leichtere Gruppe kommen können, was nicht heißt, dass es nicht machbar ist. Aber Euroleague ist etwas, das uns sehr viel Freude bereitet hat letztes Jahr. Von der wir sehr viel in den Playoffs profitiert haben, von der Erfahrung, die wir dort gemacht haben. Und wir haben da angreifen, Top 16, wir haben super, super Erfolg gelernt. Es ist halt so, dass die Standards, die Liga setzt, von Jahr zu Jahr natürlich auch im Rahmen dessen, dass man die Liga professionalisieren will und auf den nächsten Level bringen will, natürlich strenger und strikter sind. Und die Frage ist, wie schaffen es die Vereine, diese Auflagen, was jetzt gar nicht mehr mit den Sportlichen zu tun hat, zu erfüllen. Und das ist natürlich standardbedingt. Spürt ihr auch diesen Basketball-Hype in München so richtig jetzt so intensiv? Ja, wenn man jetzt auf der Straße ein bisschen da rumläuft und Leute erkennen und gratulieren, das ist halt dieses Bayern München. Das ist nicht nur Basketball und da ist ein anderer Verein Fußball, sondern das ist so ein Gesamtverein, Gefühl eines Gesamtvereins, dass Leute, die für FC Bayern sind, dass die sich auf der Straße anhalten. Ich habe eine Dauerkarte gekauft und super, und das ist wirklich ganz, ganz klar. Also Basketball ist definitiv angekommen in München und spätestens mit dieser Meisterschaft, ist wirklich. Ich sage immer, es gibt Sachen wie den Pokal, den du dann als Belohnung greifbar in der Hand hast, aber dieses ganze Drumherum, das dir das Gefühl gibt, dass du das erreicht hast, wie zum Beispiel, dass Menschen auf der Straße anhalten, die gratulieren. Ist Ihnen das persönlich passiert? Also, ja. Also ich weiß, ich war mit den Spielern wahrscheinlich ganz anders, ich bin da wieder im Hintergrund. Aber es passiert schon, also die Polizisten am Flughafen, wenn du eincheckst, oder die Sicherheitskontrollen, die gratulieren, das ist schon besonders. Also wichtig für uns, weil dass es so schnell geht, ist natürlich. Hätte man das nicht gedacht. Und Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie perspektivisch denken, strategisch denken. Wie geht das in den nächsten Jahren mit Bayern München weiter? Haben Sie so einen Stufenplan? Naja, im Sport sind die Ausschläge in dem, was passiert, ein bisschen enger aneinander als in anderen Bereichen. Das heißt, es passieren sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr schnell, die man auch vielleicht nicht so kontrollieren kann. Aber was festzuhalten ist, dass die Entwicklung, die wir in den letzten 3 Jahren genommen haben, mit so riesengroßen Schritten, dass das nicht mehr stattfinden wird. Also man muss jetzt, es wird schon Entwicklung geben, aber nicht in diesem Maße, wie es in den letzten 3 Jahren war. Da erstmal muss man zur Erkenntnis kommen, dass es so ist, und dann muss man es auch wissen, dass wir werden jetzt nicht in 2 Jahren die Euroleague gewinnen. Das ist total Schwachsinn. Also wir werden vielleicht nie die Euroleague gewinnen. Also als wir aufgestiegen sind in die erste Liga, war das Ziel in 3 Jahren vielleicht die Meisterschaft zu gewinnen. Das haben wir geschafft, aber jetzt muss man gucken, dass man das nicht verliert, was man hat,
Das heißt nicht gleichzeitig Stagnation, sondern das heißt auch eine gewisse Entwicklung. Und dass man guckt, dass man sich punktuell verbessert, was es die Mannschaft angeht. Das Drumherum, die Logistik, die Organisation des Vereins ist auf einem, meiner Meinung nach, sehr, sehr großen, hohen Niveau. Das müssen wir beibehalten. Wir müssen jetzt punktuell gucken, dass wir die Mannschaft weiterentwickeln. Wir haben jetzt bei der Vorbereitung, wo das 10-0 in München war, wir haben 6-7 unglaublich talentierte junge Spieler. Wirklich sehr, sehr talentiert. Und das ist auch das Ergebnis der letzten 3 Jahre. Und jetzt müssen wir die auch ranführen in die erste Mannschaft und gucken, dass wir punktuell die Mannschaft verbessern, dass wir ständig, und zwar jedes Jahr, an der Deutschen Meisterschaft spielen. Nun ist der maßgebliche Förderer des Bayern Basketballs gerade etwas verhindert, was Anwesenheit angeht. Ändert das irgendwas für Sie im täglichen Geschäft oder im perspektivischen Denken? Oder? Er hat so viel mitgegeben, dass es für die nächsten 10 Jahre reicht.